Herzlich willkommen zu dem Mini-Tutorial Ägyptische Bauernmultiplikation aus der Reihe Programmieren durch Mitprogrammieren. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch dieses Tutorial und wir programmieren mit HTML, CSS und JavaScript. Das ist die letzte Folge von diesem Mini-Kurs und in dieser Folge möchte ich euch noch zeigen, wie ihr die Formelemente mit CSS verändern könnt, sodass die anders aussehen als eben mit diesem typischen Windows- oder Browser-Look. Zurzeit sieht es so aus und ich möchte euch zeigen, wie ihr das dann hinbekommt, dass das dann so aussieht, also mit runden Knöpfen und mit farbigen Eingabefeldern. Das ist keine große Sache. Wir gehen gleich mal in unser Programm hinein. So, wir haben das Skript, das kann ich hier mit Sublime Text, kann ich das Ganze zusammenklappen. Ja, mal sehen, nee, das will er nicht hier. Ja, so. Dann haben wir hier oben die ganzen Formelemente, die kann ich auch zusammenklappen. So, ja, das klappt da jetzt wahrscheinlich deshalb nicht zusammen, weil ich das Ganze nicht eingerückt habe. Ja, so. Gut, aber das nur nebenbei. Also normalerweise sollte man das JavaScript einrücken und hinter den oder so, dass das Skript Tag ein Stück weit weiter vorne sitzt. Und das habe ich jetzt nicht gemacht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt in unser Head-Element rein, also ganz oben hinein. Und dort machen wir uns ein Style-Element, also wir nehmen einen Inherent Style im selben Programm, wo wir das HTML stehen haben. Und ich habe euch im ersten Video schon darauf hingewiesen, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Aber wir haben jetzt auch kein so ein großes und unübersichtliches Programm, dass das jetzt ein großer Fehler wäre. So, wir müssen drei Sachen stylen, nämlich einmal unser Label. Und hier muss ich gar nichts weiter angeben als nur den Tag-Namen, denn wir haben keine weiteren Elemente. Sobald wir komplexere Internetseiten haben, muss man Klassen vergeben, also spezifische Selektoren, wie das in CSS heißt. Wie das gemacht wird, das könnt ihr in meinem HTML- und CSS-Kurs erfahren. Aber bei so einer einfachen Sache brauche ich das jetzt erstmal nicht. Da kann ich den Tag direkt selbst auswählen und wir werden den Label neu gestalten, wir werden das Inputfeld neu gestalten und den Button. So, das Label soll als erstes einen Rand bekommen und der Rand soll 2 Pixel breit sein, soll durchgängig sein und grün. So. Und falls ihr noch keine Ahnung von CSS habt, Border gibt eben das an, was gestaltet werden soll, dann folgt ein Doppelpunkt und Border hat wie wenige von diesen Attributen bei CSS ausnahmsweise 3 Werte. Normalerweise hat das nur einen Wert. 3 Werte, nämlich Rahmenbreite, dann wie der Rahmen selber ausgeführt wird und die Rahmenfarbe. So, als nächstes gebe ich die Hintergrundfarbe an. Background minus Color, Doppelpunkt. Und hier folgt tatsächlich nur ein Wert und dann nehme ich die Farbe Gold. Dann möchte ich das Ganze an den rechten Rand von der Tabellenzeile rücken. Und das mache ich, also normalerweise nimmt man einen anderen Befehl, in diesem Fall ist aber der Befehl float Doppelpunkt right richtig. Dann rückt er das an den rechten Rand des nächst übergeordneten Elementes. Dem Label übergeordnet ist die Tabellenzelle. Das heißt, es wird an den rechten Rand der Tabellenzelle gerückt. So, das ist das nächste. Und schließlich möchte ich einen kleinen Innenrand haben von diesem Label. Und der Innenrand soll auch 2 Pixel breit sein. So, und damit habe ich mein Int oder mein Label bereits definiert. So,
Und dasselbe mache ich jetzt auch nochmal bei dem Input-Element. Ich gebe wieder eine Border an und die soll diesmal durchgängig und rot sein. Ich brauche eine Hintergrundfarbe, Background Color, und die gebe ich mit Salmon an, mit Lachs. So, lachsfarben ist das. Und auch hier möchte ich einen Innenrahmen haben von 2 Pixeln. Was der Innenrahmen bedeutet, das findet ihr in einem Video bei mir im HTML- und CSS-Kurs. Das habe ich relativ ausführlich erklärt dort. So. Und naja, wir speichern jetzt das Ganze mal ab und schauen, wie das Ganze jetzt aussieht. So, das ist unser Original. Und hier das, was wir bisher programmiert haben. Und wenn ich jetzt hier die Seite neu lade, dann seht ihr, jetzt habe ich tatsächlich diesen Style hier schon drin. Die ersten beiden Elemente stimmen schon. Mir fehlen eigentlich nur noch die beiden Knöpfe. So, und auch das ist ganz einfach. So, die möchte ich auch an den rechten Rand von der Zelle gerückt haben. Das heißt, ich gebe an Float ist right, rechts. Ich könnte genauso gut angeben Center für Mitte oder Left für links. Aber links machte das sowieso, wenn ich das weglasse. Das heißt, das bräuchte ich nicht extra angeben. Dann setze ich die Rahmenlinie auf 2 Pixel und durchgängig und grün, wie wir das oben gemacht haben beim Label. So, dann die Background Color setze ich auf Yellow Green. So. Und schließlich gebe ich noch einen Border Radius an, denn ich möchte das Ganze so etwas abgerundet haben. Die Ecken sollen abgerundet sein. Das mache ich mit dem Attribute Border Radius, oder Property heißt es eigentlich, wenn man richtig das in CSS ausdrückt. Das ist hier ist eine Property. Und Attribute sind das, was in den HTML-Text drin steht. Darüber unterscheidet man das. Gut. Border Radius gebe ich jetzt mit 10 Pixeln an. Und das gibt dann schöne abgerundete Ecken. So, okay. Das war eine Meldung von meinem Sublime-Text, weil ich das noch nicht gekauft habe, sondern noch in dem Modus verwende. Ich probiere das Ganze aus. So. Deshalb nicht erschrecken, was hier jetzt gerade passiert ist. Das hat gar nichts mit unserem Programm zu tun. So, jetzt habe ich alles programmiert. Ich habe mein Style-Element. So, wenn ich das zusammenrücke, dann seht ihr, kann man das schön in einem zusammenfassen. Und jetzt schaue ich mir das Ergebnis an. Und siehe da, es sieht genauso aus wie das, was wir vorher definiert haben. Das Einzige, was jetzt ein Unterschied ist, ist, dass ich eben hier Zahlen eingegeben habe. Und jetzt könnt ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr das mitprogrammiert habt. 300 mal 299, und wir lassen uns das berechnen. Und siehe da, ja, das kann ich gerade noch im Kopf nachrechnen. Stimmt. Ja, so erstaunlich. Das Tollste an dieser ganzen Geschichte finde ich tatsächlich, dass diese Multiplikation, diese Art und Weise der Multiplikation funktioniert. Gut, das war's für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitprogrammiert und habt jetzt so ein bisschen Ideen, was ihr noch anderes machen könnt. Dazu dienen natürlich diese Tutorials. Die sind nicht dazu da, um euch zu zeigen, hey, jetzt könnt ihr 10.000 Mal mit der ägyptischen Bauernmultiplikation angeben, sondern um euch auf Ideen zu bringen, um andere Sachen zu programmieren. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Ideen bekommen und sagt, so könnt jetzt sagen, okay, ne, das wollte ich schon immer mal machen, das mache ich jetzt, weil dazu hat mich dieses Video angeregt und hat mir so einige Sachen vereinfacht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das ganze Tutorial gefallen hat, dann drückt mir doch bitte einen Daumen hoch. So bin ich sehr dankbar dafür. Falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ihr Ideen habt, welchen Algorithmus oder welches Problem ihr vorgeführt haben wollt, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare hinein, und ich werde gucken, soweit das meine wenige und knappe Zeit zulässt, dass ich dann eben dazu auch ein Tutorial mache. Das ist natürlich weiterhin kostenlos für euch. So.
Und mir macht es einen Riesenspaß, solche Sachen zu programmieren. Deshalb bin ich selber auch sehr dankbar dafür. So. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei dem nächsten Tutorial zu Programmieren durch Mitprogrammieren wieder oder zu dem, was demnächst kommen soll, zu dem großen JavaScript-Einführung. Bis dann!